Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Partie BFC Dynamo gegen den FC Energie Cottbus. Endstand 1:2 vor 3.307 Zuschauern. Bevor ich dem Gästetrainer das Mikro übergebe, möchte ich unserem Patrick vom BFC TV gute Besserung wünschen. Er hat den Zweikampf gegen Kai Brüger wirklich ernsthaft verloren. Er hat sich das Bein gebrochen, ist schon auf dem Weg ins Krankenhaus, wird auch schon operiert. An der Stelle von uns allen hier erstmal gute Besserung. Und von uns dann jetzt das Statement von Klaus-Dieter Wallitz. Und natürlich an mit der guten Besserung. Ganz schönen Abend. Gut ins Spiel reingefunden. Sehr, sehr gute Chance gehabt. Gute Ansätze. Zweiter Ball aufs Tor nach Standard. Ersten Kopfball hält er gut. Zweiten die Verlängerung verteidigen wir nicht, weil wir den Ball nachgehen statt dem Mann. Ja, 0-1. Dann ging es darum, nicht gleich 0-2 zu bekommen. Wichtig, ja, die Ordnung zu behalten, Ruhe zu bekommen. Da konnten wir uns bis zur Halbzeit nicht mehr durchsetzen. Ich glaube, dann nach der Halbzeit war es nicht überraschend, dass irgendwann vielleicht ein Tor fällt, aber dann auch für uns. Ich glaube schon, dass wir das Spiel dann an uns gezogen haben, versucht haben, Chancen zu erspielen, immer wieder rein in die Schnittstellen. Mussten natürlich aufpassen auf Konter und wie so oft im Fußball Standardsituation, aber aus dem Spiel heraus glaube ich mal nicht viel zugelassen, bis auf die eine halbe Chance von dem Siebener, der eingewechselt worden ist. Dass dann natürlich dann am Ende, 80. 81. so ein Konter bzw. so eine Situation kommt, zweiter Pfosten, blank, träumt man von. Und dass dann die Mannschaft das verteidigt hat, glaube ich, dass wir nicht einen unverdienten Sieger gesehen haben. Sowieso dann, wenn man mitbekommen hat, mit welchen Möglichkeiten wir dann heute in der Viererkette beginnen mussten. Marc Stein ist da auch noch ausgefallen, weil der Gott sei Dank für ihn Vater geworden ist. Aber die Familie in Stuttgart, und es war dann nicht möglich, irgendwie ihn noch hier hin zu transportieren. Das kam nur oben drauf und deswegen sind wir natürlich sehr glücklich und hoffen, dass uns dieser Sieg ein Stück Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Ruhe gibt und, ja, und dass es so weitergeht. Den Gästen, erstmal muss man sagen, fantastischer Platz, überragender Rasen, super, selten gesehen. Kann Champions League spielen, da kannst du natürlich auch drauf kicken. Ich wünsche BFC Dynamo in den nächsten Wochen ein bisschen mehr vertun, als das sie heute dann gehabt haben und uns weiterhin so viel vertun. Dankeschön. Dankeschön, Herr Wallitz. René, dein Fazit zu 90 Minuten. Ja, erstmal auch Patrick, gute Besserung und Marc Stein, herzlichen Glückwunsch. Ich denke, es ist ein schöner Moment für ihn heute. Für uns weniger. Also der Analyse kann ich mich im Großen eigentlich anschließen. Wir haben nicht gut Fußball gespielt heute. Wir waren gefährlich bei Standardsituationen, da sieht man, dass wir das trainieren. Aber jetzt rein aus dem Spiel heraus war das auch nicht unverdient, also dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben wenig klare Möglichkeiten uns rausgespielt. Viele Sachen, die im Training ganz gut klappen, konnten wir nicht umsetzen und deswegen ist das Spiel dann so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Kurz und prägnant analysiert. Danke, René. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an den Trainer? Hier ist ausnahmsweise nicht der Fall. Dann möchte ich hier auch das Ganze heute nicht in die Länge ziehen. Ihnen allen einen guten Heimweg und am nächsten Samstag, dann hier um 18 Uhr in den Hamburger SV, würde ich mich freuen, wenn Sie uns dann hier besuchen. Ansonsten Ihnen allen ein schönes Wochenende und unserem Cottbus am nächsten eine gute Heimfahrt. Dankeschön.